Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Hallo und herzlich willkommen, liebe Lara Croft-Freunde und liebe Tomb Raider-Freunde. Ich bin der Zapp, dem die Nase juckt. So, jetzt ist wieder gut. Vielleicht muss ich gleich niesen. Ja, aber vielleicht auch nicht. Naja, auf jeden Fall, meine Freunde, wir stehen hier in diesem schönen Tempel. Naja, nicht mehr so schön, aber eigentlich doch, weil die Ruinen, die sind schon super geil. Wir wollen, ich zeige euch kurz, wo wir hin wollen. Ich latsche mal hier durchs Wasser. Wir wollen da hinten hin. Da. Dafür müssen wir aber die Tür, da die große Tür müssen wir aufkriegen, weil wir da in diesen schönen Tempel wollen. Und das ist hier wahrscheinlich der Schlüssel dafür. Da oben liegt irgendwas drauf, verbunden mit diesem Kran. Ja, ich weiß noch nicht so recht, wie es gehen soll. Was ich aber weiß, ist, dass hier die Leiter rauf müssen. Das machen wir jetzt einfach. Müssen wir da jetzt irgendwie einen Molotow-Cocktail noch mitnehmen? Ist hier noch einer? Nö. Letzte Folge haben wir hier noch einen um die Ecke gebracht, aber der liegt hier jetzt nicht mehr. Ja, eine Kiste. Ja, gedrückt halten. So. Tada! Gewehr freigeschaltet. Juhu. Da müssen wir hin. Und hier ist mein Rätsel. Karte aktualisiert. Neue Dokumente und Wandgemäldeposition enthüllt. Ach, zum Glück nicht hinter uns. Sonst hätte ich wieder überall... Ne? Doch, hinter uns. Da. Warte. Da ist ein Überlebensversteck. Wo? Wo? Habe ich hier was übersehen? Moment. Natürlich. Ich springe mal eben wieder runter. Lara, runter. Runter ist in die Richtung. Genau. Wo? Ach, da. Wenn man nicht aufpasst wie ein Luchs, ne? Wenn man nicht jeden Winkel... Überall, ich guck nur mal eben hier, boah, das sieht, ne? Das hat schon was. Ja, jetzt aber genug mit der Schwärmerei hier von den schönen Grafiken. Und rüber, und rüber. So, lass mich raten, ich muss da dran springen. Und lass mich raten, da unten kann ich noch ein Seil befestigen. Kann ich hier ein Seil befestigen? Ich glaube nicht. Jetzt sehe ich das da unten nicht mehr, wo ich darauf schießen kann. Ich glaube da. Seht ihr? Da kann ich ein Seil drauf schießen. Habe ich da was von? Ich mach mal. Nee. Auch Lara kann nicht mit einem Seil diesen ganzen Kran bewegen. Auch das kann selbst sie nicht. So, ich guck nochmal eben, weil ich weiß, ich glaube nicht, dass wir jemals wieder hochkommen. Nee, werden wir nicht tun. Wir springen einfach mal da dran. So, schön vorsichtig. Ja. Jetzt ist fast auf. Ja, ich hänge jetzt hier dran. Ich hänge jetzt hier einfach dran. Und wo muss ich denn hin? Lara Maus, kletter mal hier lang. Okay. Ja, das ist gut. Und jetzt muss ich da lang oder muss ich weiter hoch? Eigentlich muss ich weiter hoch, oder? Ich will ja da hin. Oh nein. Oh, ob das eine gute Idee ist? Ich glaube nicht. Oder komme ich... wie komme ich denn... ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange der Kran hält. Weiß ich auch nicht. Nein! Ich hab's mir gedacht. Dass das falsch war.
Gut. Was ist denn das? Das ist blöd. So, blöd ist das. Ich kann da was dran schießen, aber warum ist das dann toll? Und wie komme ich dann über diese Spitze? Oh, Fragen über Fragen. Machen wir nochmal. So. Der baumelt dahin. Das ist fast auf. Lara hängt da. Kann jetzt hier rüber klettern. Ja, und muss da hoch. So. Pass auf, jetzt kann ich da ein Seil dran schießen. Was bringt mir das? Wo ist denn der? Hängt der da unten? Also hier habe ich ja jetzt festgestellt, komme ich nicht weiter. Das ist aber blöd. Schön vorsichtig, Mädel. Kann ich da dran springen? Wahrscheinlich auch nicht. Das ist aber blöd. Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Was ist denn mit diesem Auto da hinten? Muss ich da jetzt einfach runterspringen? Könnte ich ja mal versuchen. Aber was soll das bringen? Ich springe mal einfach hier hin. So, jetzt bin ich schon mal hier. Ich könnte ja... Was soll das bringen? Ich könnte dieses Gerät... guck mal, pass auf. Ich könnte... Der Eimer hängt da. Und der Kran hängt da immer noch in den Seilen. Und die Tür ist oben immer noch nicht auf. Wenn jetzt aber Wasser in den Eimer kommt, dann könnte das Gewicht den Kran ganz runterziehen und die Tür oben aufreißen. Gewagte These, oder? Jetzt müsste ich mal mit diesem Auto dahin fahren. Schieb das doch mal darüber. Wie weit denn eigentlich? Stopp. Nicht weit. Drücken zum Interagieren. Also für mich ist das gefühlt jetzt ausreichend so, oder? Kriege ich eigentlich was angezeigt, wenn ich jetzt... guck mal eben. So, da muss ich... Ja. Das sagt mir... Das ist mein aktuelles Ziel. Die Schiene. Moment. Wenn ich den Kran umstürzen kann, müsste ich damit die Tür aufbrechen können. Ja, so weit war ich schon, Lara. Guck mal. Muss ich den bis dahin fahren, das Auto? Warte mal. Das ist ja keine Auto. Lore. Das ist eine Lore, glaube ich. So heißt es. So. So müsste das klappen. Ja, so müsste das klappen. Das sagst du. Jetzt stelle ich mich mal hier neben. Schieß mal da drauf. Klick. Ja. Und Kurbel am Rad. So. Dann kurbel mal schön. In welche Richtung eigentlich? Nicht in die? In die. So. Ja. Bis der Eimer voll Wasser läuft. So. Jetzt läuft er voll Wasser. Genau. Und jetzt zieht er den Kran runter. Ja, komm. Zieh! Yeah! Die Tür ist auf. Ich muss dahin. Ich muss da irgendwie drüber. Lauf hoch. Zieh dich hoch. Nein, zu spät. Ich war zu spät. Ich hab zu spät geschnallt, dass ich dahin muss. Also nochmal. Lauf. Schnell.
jetzt habe ich es. Jetzt lauf, 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 lauf. Schnell. Schnell. Nein, jetzt habe ich... Jetzt habe ich diese Klippe übersehen. Wie gibt's das denn? So, jetzt aber nochmal. Jetzt nochmal. So, jetzt hier lang. Da lang. Da lang. Ah, festhalten. So. Jetzt da. Jetzt gibt's hier eine Klippe. Warte. Jetzt reicht's aber allmählich. Immer diese Scheiß. Die letzte blöde Klippe. Da werde ich doch wohl drüber springen können. Also noch mal. Meine Freunde, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mehrere Stunden, weil Lara diese Klippe immer übersieht. So, jetzt ab. Pass auf. Jetzt hier lang. Hier lang. Wo kommt die Klippe jetzt? Da. Da. Geschafft. Geschafft. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Kitesh. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Wow, das ist ja mal was, oder? Diese Bodenmosaike. Das ist ja der Hammer. Guckt euch das mal an hier. Also ich bin immer komplett überwältigt, wenn ich sowas sehe. Und ich finde das sowas von supergeil. Unglaublich. Das ist sehr, sehr... Was liegt denn hier? Ach, wieder ein Haufen Geld. Mal gucken, wie viel wir von diesem Haufen Geld jetzt tatsächlich bekommen. Achtung, da liegen geschätzt... Wie viel liegen da? Pass auf. Lass mich schätzen. Komm, 50. Seien wir mal gnädig. Da liegen 50 Münzen, oder? Achtung, ich heb sie auf. Yeah, zwei haben wir... Zwei haben wir bekommen. Ich freue mich. Juhu. Wir haben zwei bekommen. So. Ich muss noch ein bisschen gucken. Tut mir leid. Was ist hier? Nix. Hier ist gar nichts angezeigt. Warum nicht? Doch, da. Hier, da, warte. Bergungsgut. Links neben mir. Da. Da, eine Kiste. Ja, es ist ja übersichtlich, was es hier so alles zu finden gibt. Da muss ich wahrscheinlich gleich hin. Das ist ja übersichtlich. Ich gucke trotzdem noch mal ein paar Ecken rein. Wer weiß. Hier gibt es bestimmt noch was, siehste? Hier gibt es bestimmt noch was, was auch nicht angezeigt wird. Und hinterher, wenn wir dann wieder irgendwas gefunden haben,
Dann steht da, oh, habt ihr was gefunden? Könnt ihr es wieder zurück? Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Ach, jetzt macht sie Licht an. Da oben hätte ich Licht gebraucht. So. Also hier ist tatsächlich nichts mehr. Hier kamen wir rein, oder? Kamen wir hier rein? Ja, hier kamen wir rein. Machst du nochmal Licht an? Hier ist nichts. Jetzt guckt euch das an. Sieht das geil aus? Hammer, oder? Warte, ich stell mich mal so hin. Das sieht... Wie mache ich denn das Thumbnail? Mache ich das für Thumbnail so? So mache ich das. Das sieht cool aus. Sehr schön. So, jetzt genug geschwärmt. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Ich glaube, ich muss hier hin. Ja, das ist wirklich... Ja, leider, meine Freunde, wie jetzt die aktuellen Geschehnisse so sind, werden in Syrien sehr, sehr viele antike Sachen gerade zerstört oder wurden bereits zerstört. Hier ist eine Falle. So, liebe Falle, du warst das längste Mal... Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Tja, du wirst da schon Ahnung von haben, liebe Lara. Aber hier ist nichts, sonst tatsächlich nichts, was wir mitnehmen können. Springen wir mal hier rüber. Hier? Ne. Hier? Ne. Wasser schon wieder, oder? Wie war das denn nochmal mit dem Schwimmen und mit dem Schnellschwimmen? Garantiert muss ich wieder schnell schwimmen. Meine Freunde, achtet bitte darauf. Lara geht jetzt baden. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich zu blöd bin, schnell zu schwimmen. So, Achtung. Lara geht jetzt baden. Wie war das mit dem Tauchen? So, oder? Jetzt schwimmt sie schnell. Okay. So, kann ich hier auftauchen? Ja, ich kann hier auftauchen. Oh, das ging ja erstaunlicherweise gut. Das ging ja erstaunlicherweise ganz gut. So, und jetzt geht's hier weiter, oder? So, wie weit geht's? So, bis hier. Und tauchen. Wieder links rum diesmal. Kann ich hier wieder auftauchen? Ja. Ah, das ging ja gut. Das war super. Ich dachte schon, ich würde wieder... Ich bin lange nicht mehr geschwommen. Und ich bin draußen. Guckt euch das mal an. Wow, Tageslicht. Ich bin aus dem ganzen Kram raus. Mal eben hier gucken, ob was ist. Nö, natürlich nicht. Da ist eine Kiste. Naja, mit der kann ich nichts anfangen. Hiermit auch nicht. Aha. Ein Gitter. Warum ist das hier so nass? Warum ist das hier so nass? Ist das eine Falle? Das ist mir zu ruhig hier, oder? Das ist mir zu ruhig hier. Da war ich drin, da komme ich raus. Ich guck noch mal. So sieht das ganze Thema von außen aus. Aha, ja. Aber nichts zu wollen hier. Das ist doch eine Falle. Es geht doch, guck mal, da ist ein Seil. Geht doch gar nicht anders, dass es hier keine Falle ist. Da ist ein Seil. Hier ist was. Brauche ich nicht. Ich mache mir mal ein bisschen. Brauche ich nicht. Oh, Entschuldigung. Wenn mich jetzt. Ne? Spätestens jetzt haben sie mich gehört. Spätestens jetzt haben sie mich gehört. Ich brauche keine Muni. Alles ist super. So. Da stehen zwei Pfeilebögen. Zwei Pfeileköcher. Das geht hier gleich rund.
Ja, sonst würden hier keine Pfeileköcher stehen. Was ist da oben? Komm, hüpf hoch. Ich nehme mal eben die Pfeileköcher mit. Nicht. Komm, hüpf. Wenn du nicht runterlaufen willst, dann hüpf halt. So. Brauche ich nicht. Okay. Ja, wenn es da oben nicht weitergeht, was ich nicht glaube. Nee, da geht's nicht weiter. Dann geht's halt da oben weiter. Hier geht's weiter. Das ist zu ruhig hier, oder? Das ist zu ruhig hier. Da ist das Seil. Anscheinend ist das aber doch hier nicht. Nö. Hier ist nichts. Hier werde ich auch nicht angegriffen. Ich kann aber hier. Boah. Cool. Oh, guck mal. Wir müssen wieder gucken. Oh, ein Wasserfall. Und da ist wieder was zum Dranschießen, aber jetzt im Moment nichts für mich. Vielleicht müssen wir dann noch irgendwann hin. Bestimmt. Guck mal da, da baumelt was im Wind. Da, wo ich jetzt drauf ziehe. Das ist wahrscheinlich hierfür. Ja, aber guck mal, ich kann von hier bis da schießen, wenn ich will. Da oben ist noch, da waren wir glaube ich noch nicht. Da oben ist noch was, da waren wir noch nicht. Da. Unglaublich. Unglaublich. Super geil. So, ein Seil. Komm, wir springen mal dran. Hup, so dunkel. Na, war ja so klar. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Sie? Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt, du hättest abhauen sollen. Sophia, es reicht. Warte. Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Es ist eine Freundin. Auf mein Wort. Hier wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Oh, unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Kampfvorbereitung. Untersuchen Sie das Tal. Ja, das mache ich natürlich gerne. Im Untersuchen bin ich super. So.
So. Aha, Repetiergewehr. Ich habe wieder was gefunden für mein Repetiergewehr. Im Durchsuchen bin ich doch spitze. Ja, und das, also ich finde die Story, finde ich jetzt nicht schlecht. Also, ja, man wird lange im Dunkeln gelassen. Wer jetzt sie ist, dass sie jetzt von Jacob die Tochter ist, das, ja, hätte man sich denken können. Weil sie war ja nicht, so. Du, geh zum alten Funkgerät und bring den Generator zum Laufen. Wir müssen noch eine letzte Nachricht absetzen und so die anderen Siedlungen warnen. Ich tue, was ich kann. Ihr zwei, ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Klippen und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, will ich es wissen. Ja, natürlich. Wenn wir etwas sehen, blasen wir die Hörner. Geht mit Gott. Scheinen ja einigermaßen gut. Wir müssen sie um jeden Preis vom Akropolisturm fernhalten. Organisiert zu sein. Wir schicken die Familie nach unten in die Katakomben. Aber wir müssen den Feind hier auf dieser Seite des Tals beschäftigen. Habe ich in irgendeiner Folge mal gesagt, Sophias, ich brauche mehr Krieger Gegner? Sie haben schon gegen die Eindringlinge gekämpft. Sie sind offenbar gut ausgerüstet. Ja, aber wir kennen das Tal. Wir nutzen die Ruinen und den Wald zu unserem Vorteil. Ich bete, dass du recht hast. Ja, ich eigentlich auch. So, haben wir irgendwann mal gesagt, ich brauche mehr Gegner? Wir sollten damit rechnen, dass sie aus der Luft kommen. Das sind die Sowjets auch. Dann bleiben wir unter den Bäumen. Was sie nicht sehen können, können sie nicht treffen. Ich wollte noch ein bisschen in den Gesprächen lauschen, wisst ihr? Aber jetzt sind sie wahrscheinlich... Die mähen uns nieder, egal wo wir kämpfen. Wir kennen dieses Land besser, als sie es je werden. Vergiss das nicht. Ich glaube, mehr kriegen wir da nicht raus. So, hier haben wir ein Basislager, meine Freunde. Na. Jacob und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Ja, mal schauen, was wir da haben. Ach komm, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge daten wir hier alles ab, was wir haben. Und schauen, ob wir unseren neuen Freunden helfen können. Bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder auf den Abo-Button drückt. Ich bin raus, euer Zapp.